In unserer heutigen Folge bauen wir uns ein China-Restaurant in die Stadt. Aber nicht irgendein Restaurant, sondern den Chili Wok. Vielleicht kennst du ihn, vielleicht noch nicht. Jedenfalls gibt's heute ein bisschen China-Fraß, von daher schnappen wir unsere Blöcke und auf geht's. Für unseren Chili Wok brauchen wir ganz einfach gesagt glatte Quarzblöcke, steinzige Blöcke, dafür nochmal die Stufen, abgezogenes Schwarzeichenholz, glatte Steinblöcke, steinzige Mauern, gemeißelte Steinziegel, dann holen wir uns noch ein bisschen Rotbeton raus und blauer Beton. Wir legen los, wie immer, erstmal mit dem Grundriss. Dafür nehmen wir unsere Quarzblöcke, fangen am besten irgendwie seitlich an und ziehen uns erstmal eine gerade Reihe von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blöcke einmal lang. Gehen nochmal zwei Blöcke nach vorne, die Ecke freilassen, ein zur Seite weg, vier Blöcke Platz lassen, wieder einen hin, Ecke freilassen und drei einfach mal nach oben weg. Jetzt gehen wir wieder zur Seite und setzen hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke an. Insgesamt haben wir 9 Blöcke. Jetzt gehen wir einmal nach hinten auf beiden Seiten weg und setzen hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Blöcke einmal ran. So, andere Seite ziehen wir dann auf das gleiche Maß einmal hinterher. Wenn wir das dann soweit haben, können wir natürlich die Rückseite auch nochmal einmal mit verbinden. Und dann geht es schon los, dass wir darauf noch 1, 2, 3, 4, 5 weitere Blöcke einmal raufsetzen. Insgesamt haben wir 6 Blöcke rauf. So können wir das hier einmal langziehen. Sobald wir das nach oben gezogen haben, fliegen wir einmal auf die Vorderseite. Hier wollen wir das Ganze noch ein bisschen erweitern. Und zwar nur diesen vorderen Bereich, ich zeige euch das hier gerade, so. Den erweitern wir um höchstens so 2 weitere Blöcke. Machen wir natürlich auf beiden Seiten und können dann die letzten drei oberen Schichten hier in der Mitte einmal zuziehen. Haben wir das dann zugezogen, wollen wir jetzt unsere Seiten noch ein bisschen verstärken. Fangen wir am besten auf der Vorderseite an. Hier befindet sich noch ein bisschen Dekoration. Ein glatter Steinblock, einmal unsere Mauer und den gemeißelten Block setzen wir da einmal hin, auf der anderen Seite auch. Gleich darauf können wir jetzt unsere Baumstämme nehmen, die einmal komplett bis nach oben einmal ziehen. Und das machen wir jetzt eigentlich in jeder Ecke. Nur, dass wir in den Ecken einfach nur jetzt hier unsere Baumstämme setzen, einfach genauso schräg davon. Sobald wir das denn hier auch geschafft haben mit unseren Baumstämmen, geht es weiter mit unseren Steinziegelblöcken und Stufen einmal. Und zwar setzen wir jetzt einmal ringsrum eine Blockschicht und eine Stufenschicht davon. Die ziehen wir hier einmal von der Vorderseite zu den Seiten und zur Rückseite. Wenn wir das abgeschlossen haben, mit unseren Steinblöcken und Stufen das einmal hier auf jeder Seite lang zu ziehen, geht es jetzt daran, dass wir auch das Dach einmal raufsetzen. Da beginnen wir erstmal mit unserem roten Beton, fangen auf der Vorderseite an und ziehen jetzt erstmal so einmal überstehend eine Betonreihe auf jeder Seite hier einmal lang. Wenn wir die Betonreihe dann einmal rübergezogen haben zur anderen Seite, kommen wir jetzt an die Ecken. Hier wollen wir das Ganze ein bisschen bearbeiten. Wir setzen erstmal einen so einen Winkel ran, dann kommen zwei einzelne oben drauf und dann einfach noch so ein Zweier so schräg davon. Ganz easy. So, wir machen es nochmal auf einer Seite. Also erst eine Ecke so ran, zwei Blöcke hier in der Mitte und nochmal schräg davon nochmal so zwei weitere. Haben wir das denn soweit auf jeder Seite hier einmal getan, wird es ja Zeit, dass unser Dach jetzt ein bisschen spitzer zulaufen zu lassen. Dabei nehmen wir jetzt unseren blauen Zement. Und wir werden das Ganze so ein bisschen pyramidenartig zur anderen Seite ziehen. Und zwar wollen wir jetzt hier insgesamt 4 Schichten machen. So, ich habe mir das hier kurz einmal angezeichnet. Also 4 Reihen gehen wir hier an sich nach oben. Ihr braucht das jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, bei dem Vordereingang, sag ich mal, rüberziehen. Denn hier setzen wir noch ein später separates darauf. Von daher braucht es nur an den Seiten und Rückseite hier einmal so lang zu ziehen. Die vierte Ebene, die wir uns, sag ich mal, hier lang ziehen, die könnt ihr einmal komplett auf allen Seiten zuziehen. Auch auf der Vorderseite. Denn hier drin wollen wir jetzt einmal unsere roten Beton nehmen und hier eine weitere Reihe langziehen. Lasst danach an den Seiten dreimal roten Beton Platz und setzt hier eine vierer Reihe rauf. Auf der anderen Seite sollten wir auch perfekt 3 haben. Wunderbar, geht auf. Andere Seite genau das gleiche Spiel. Haben wir unser großes Dach soweit fertig, geht es jetzt ran an das kleine Dach hier vorne bei unserem Eingang. Nimm dir deinen roten Beton und dann setzen wir jetzt hier an der Seite, so würde ich sagen, eine Reihe wieder hier einmal so überstehend. Bis hin dann zur anderen Seite natürlich. So, den blauen Beton tauschen wir einmal aus. Ganz vorne setzen wir auf die Ecken noch einen weiteren Block einmal rauf. Nimm dir denn deinen blauen Zement und jetzt können wir hier einmal innen drin hier eine Reihe erstmal so lang ziehen. Und dann setzen wir das hinten einmal ran, aber lassen diesmal vorne die Ecken einmal frei. So, andere Seite auch. Hier so einmal schön lang. Ecke vorne freilassen. Dann lasst ihr wieder eine Ecke frei, setzt hier noch eine weitere Reihe vorne rauf. Aber jetzt machen wir jetzt nicht da eine Reihe rauf, sondern ganz einfach gesagt, gehen wir die an der Seite einmal ein bisschen nach innen und setzen hier die weitere Reihe rauf. Auf der Rückseite kannst du es dann hier einfach zuziehen. Nimm dir dann einfach deinen roten Beton und dann machen wir die letzte Reihe hier, zack, mit unserem roten Beton hier einmal komplett einmal ringsrum. Sobald wir das erledigt haben, können wir uns erstmal von diesen Blöcken trennen. Weiter geht es dann hier mit roten Lederziegelblöcken, Treppen und Stufen. Dann holen wir uns wieder ein bisschen Glas raus. Ich empfehle jetzt einfach mal türkises Glas, kannst auch gerne jede andere Farbe nehmen.
Ein bisschen schwarzer Beton begleitet uns, Birkenknöpfe und Würgknöpfe sind dabei und ein bisschen hellgrauer Beton. Beginnen wir erstmal mit unseren Fenstern. Dafür nehmen wir unsere Niederziegelsachen, fliegen jetzt auf der Vorderseite hin, weil wir haben nur hier auf der Vorderseite zwei Fenster. Da ist an der Seite zwei Blöcke Platz, an der Seite natürlich auch und dann machen wir hier einfach das hier auf eine Dreierhöhe. Jetzt setzen wir, sag ich mal, den Rahmen bei unserem Fenster. Also du kannst jetzt gerne Glasblöcke hier schon mal verbauen. Du kannst aber auch, wenn du es dir einrichtest, auch Glasscheiben nehmen. Finde ich auch ganz schick. Also Geschmackssache, ob du jetzt Blöcke nimmst oder Glasscheiben, ne? So, an der Seite davon setzen wir jetzt einfach einen Block hin. Darauf und darunter einfach Treppen. Gleiches Spiel noch einmal davor. Natürlich müssen wir die dann auch umdrehen, ne? Damit es auch alles passt. So, verbinde ich mir das hier auch einmal. Und in der Mitte setzen wir einfach Stufen oben und unten hin. Fertig haben wir das Fenster. Kommen wir natürlich noch zur anderen Seite. Gleiches Spiel, gleiches Maß, dass wir uns das hier einmal so ein bisschen frei hauen. So, wie gesagt, Glasscheiben oder Glasböcke. Ja, das ist, ja, kann man sich aussuchen. So, dann setzen wir zuerst einen Block an den Seiten hin, kommen zu unseren Treppen, die bauen wir hier einmal gleich ringsrum und müssen dann nur noch das hier einmal verbinden mit unseren Stufen. Wunderbar. Zum Schluss fehlt natürlich nur noch die Eingangstür, die wollen wir natürlich auch einmal setzen. Hier setzen wir einfach 5 Blöcke einfach mal an den Seiten, die wir jetzt hier einfach mal frei haben. Ganz oben setzen wir eine Stufenreihe hin und ich würde mal sagen, ab dem zweiten Block hier, zack, setzen wir die nächste Stufenreihe hin. Dahinter kannst du jetzt ganz einfach deine Glasblöcke platzieren. Jetzt ist die Sache, willst du es dir einrichten, willst du es dir nicht einrichten? Wenn du es dir einrichten willst, dann machen wir jetzt auch gleich noch was. Und zwar setzt du dahinter an unsere Glasblöcke noch einfach hier eine weitere Blockreihe hin und ganz oben lässt du einfach eine Stufenreihe einmal da überstehen. Wir wollen aber noch, sag ich mal, bei unserem Vordach hier vorne, da würde ich mal sagen, zwei Treppen hier einmal platzieren und die verbinden nochmal hier mit zwei Stufen. Darüber könnt ihr jetzt diese 4 Blöcke einmal weghauen und dann nehmen wir unseren schwarzen Beton und setzen hier drauf insgesamt 5 Blockreihen. So, warte mal, 1, 2, 3, 4 und 5. Ganz oben setzt ihr nochmal eine Stufenreihe rauf, könnt ihr nochmal eure Knöpfe nehmen und die hier im Wechsel einmal oben platzieren. Dann haben wir schon mal so ein bisschen unser Schild hier vorne. Danach nehmen wir gleich mal unseren hellgrauen Beton. Den wollen wir jetzt hier nehmen, einfach für unsere Decke oben. Das heißt, hier platziert ihr einfach euren grauen Beton. Am besten halt einen Block tiefer, als hier unser roter Beton einmal ist. Und dann zieht ihr das ja einfach mal so lang. Wenn wir dann unser Dach hier einmal zugezogen haben, sind wir mit diesen Blöcken wieder einmal fertig. Wir wollen aber noch natürlich noch die Schrift vorne auf unser Schild machen. Und wenn du nicht weißt, wie man sich Buchstaben auf Banners craftet, verlinke ich dir ein Video, gerne auch in der Infobox, wo du dir das ganze Alphabet in Minecraft craften kannst. Damit bist du immer auf dem laufenden Stand und kannst dir deine ganze Stadt mit Buchstaben versehen. So, hier schreiben wir natürlich einmal City Walk einmal rauf. Und dann sind wir erstmal mit draußen fertig. Ja, das haben wir geschafft. Kommen wir jetzt mal dazu, uns natürlich das Innen drin einmal einzurichten. Da muss ich ja einmal reinfliegen. Und das ist hier noch ein bisschen duster. Hier machen wir mal ein bisschen Licht an. Immer diese Stromkosten. Naja gut, jetzt haben wir Licht und hier haben wir auch wieder eine neue Kiste. So, Kiste kann weg und dann gucken wir mal. Also, wenn ihr es gerne euch noch innen drin ausbauen wollt, holt euch erstmal ein bisschen gelbe Keramik raus. Brauner Zement, weißer Beton. Wieder ein paar Niederziegeltreppen, Schwarzeichen-Zauntor, davon nochmal die Treppe und nochmal die Niederziegelstufen. Aber die, glaube ich, können wir mal wegtun. Ich habe die mir noch rausgeholt, falls ich vergessen habe, das bei der Tür zu machen. Aber nee, da hab ich ja dran gedacht. Gut, dann geht es erstmal los mit der gelben Keramik. Wir ziehen uns erstmal einmal die Wand ein bisschen vor. Und zwar gehen wir jetzt hier einfach an den Seiten komplett einmal lang. Na, könnt ihr hier ruhig euren Keramik einmal lang ziehen. Jetzt überlege ich gerade, wie hoch könnte man sich das denn jetzt ziehen. Also ihr habt, sag ich mal, da oben ein bisschen Platz. Also ihr könnt euch selbst noch entscheiden, wie hoch ihr das machen wollt. Aber meine Empfehlung sind 7 Blöcke von der Deckenhöhe. Gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, guck mal, ich habe perfekt hier das mir schon einmal so hingezogen. Ja, also 7 Blöcke würde ich euch einfach mal empfehlen für die Wand. Aber ihr habt noch ein bisschen Platz nach oben. So 1, 2 Blöcke könnt ihr ruhig auch noch höher gehen, wenn ihr wollt. Aber, ja, man muss es halt nicht. Haben wir soweit dann hier unsere Wände einmal zugezogen, vergiss natürlich nicht noch über unserer Tür das auch noch einmal zuzumachen. Dann nehmen wir mal unseren braunen Zement, den platziere ich mir vorne einfach mal hier bei den Ecken. Und dann geht es schon weiter, dass wir unseren weißen Beton nehmen und ab der 8. Schicht hier einfach die Decke einmal reinziehen können. Haben wir unsere Decke denn soweit abgeschlossen, zeige ich euch noch eine Sache. Und zwar die Fenster, die können wir uns noch ein bisschen verbessern. Und zwar schlage ich nochmal eine Blockreihe unter unser Fenster weg und darüber. So, unten setze ich mir einfach ungedichtete hier ganz normale, ja, diese roten Niederziegeltreppen. Und oben ganz normal, ups, nicht Zauntor, sondern so, unser Schwarzeichentreppen setze ich mir einmal darunter, auch wieder so normal. Und dazwischen setze ich mir einfach mein Zauntor. Das sind so ein bisschen die Fenster hier in unserem Shitty Wok. Auf der anderen Seite mache ich genau das gleiche Spiel. Umgedrehte Treppen unten hin und normale einfach darüber. Und dazwischen setzen wir natürlich noch ein bisschen Zauntor. Super. So.
Jetzt haben wir innen drin uns das alles schön vorbereitet. Jetzt fehlen natürlich noch zwei Sachen. Einmal, dass man sich eine mechanische Tür baut. Wie die geht, habe ich dir auch nochmal in der Infobox verlinkt. Ne, kannst du dir gerne angucken, wie man sich Schiebetüren baut. Und natürlich, ja, ein bisschen Dekor muss natürlich rein. Ne? Unser Tresen und ein paar Tische. Man kann auch gerne sich noch den Boden machen, wenn man möchte. Hier habe ich mich einfach mal für so ein größeres Kachelmuster entschieden. Aber na gut, dann wollen wir mal schauen, wie das innen drin aussieht. Man kann sich das immer ein bisschen schlicht halten. Bei South Park wird ja auch nicht alles, sag ich mal, so genau gezeichnet. Also, was man immer sah, ist, wenn man reinkommt, befinden sich immer so ein paar Mülltonnen an den Seiten, hier mit so ein paar Schiebedinger. Dann haben wir noch ein bisschen Deko, ein paar Vasen, die man sich ein bisschen leicht halt platzieren kann. Dann haben wir natürlich hier unsere Tische, eigentlich relativ simpel aufgebaut. Und ich glaube, wer das sieht, der kann sich das eigentlich gut nachbasteln. Hier habe ich mir Türen verwendet, man kann auch gerne Falltüren nehmen, wenn man möchte. Den kann man sich ja zurecht basteln. Ja, dann haben wir natürlich auch hier natürlich unser Tresenbereich, hier mit den ganzen Soßen, ne, von unserem Shitty Wok. Wir haben natürlich dann hier auch noch verschiedene Getränke. Vielleicht ist hier noch eine Espresso-Maschine oder eine Soft-Ice-Maschine, die man sich hier reinbasteln kann. Naja, man kann ja sich ein bisschen, ja, was ausdenken, ne, was man hier, sag ich mal, hier anbieten will. Natürlich auch oben noch die Essenstafel, die man haben möchte, ne, die kann man sich dann hier einfach ein bisschen reinhängen, ganz simpel. Und natürlich auch noch ein paar chinesische Lampen, auch ganz simpel eigentlich hier gehalten, mit so ein paar Banners, roter Wolle, ne, und einer Laterne. So einfach kann man sich dann hier ein bisschen das gestalten. Ich glaube, wenn ich mich hier ein bisschen hinstelle, ich glaube, das reicht eigentlich hier zum Nachbauen locker. Ich gehe mal von aus, das Schwerste, was man sich hier machen kann, ist natürlich so ein bisschen die Tür. Aber ihr seht eigentlich ganz gut, ich habe hier wie gesagt auch wieder diese Schiebetürart gemacht mit zwei Bildern. Ne, zu ist ja klar, das haben wir ja gebaut. Und wenn es aufgeht, habe ich einfach nur meine Glasblöcke dahinter gesetzt. Oben mir, sag ich mal, ein bisschen noch die Stufen anders platziert, ne, dass da in der Mitte noch welche sind. Und ich sag mal, die Strebe, die draußen ist, geht an der Seite rein. Aber wie man sich diese natürlich bastelt, aufgeht oder zugeht, das kann man sich ja auch noch ändern. Ne? Aber das ist so meine Idee hier, wie man, sag ich mal, sich hier die Schiebetür macht. Ich werde mir jetzt erstmal ein paar heiße Nudeln hier noch bestellen, hock mich hier in meine Nische, genieße jetzt einfach die Atmosphäre. Wenn dir das Video natürlich gefallen hat, findest du wie immer oben in der Infobox noch weitere solche tollen Videos. Nicht vergessen natürlich den Kanal zu abonnieren, bist du immer auf dem laufenden Stand und verpasst nichts mehr. Andernfalls bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, wünsche natürlich noch einen schönen Tag, bleib gesund und dann haut's rein und ciao.